Etwas ganz Besonderes auf dem Fasanenhof sind auch die neuen Talente, die Nachwuchstalente. Und ein junges Nachwuchstalent steht bei mir, die Anike. Bevor wir aber sie noch ein bisschen näher kennenlernen und sie nachher auch beim Training filmen dürfen, sagt uns doch mal die Christina, um was es letztendlich hier bei der Talentschmiede geht, auf was ihr achtet und was ihr hier so fördert. Also bei uns geht es in der Talentschmiede eigentlich im schwerpunktmäßig darum, Kinder mit einem überdurchschnittlichen Interesse an Pferden abzuholen, also Basisarbeit zu leisten mit Kindern, die entweder das Pferd von ihrer Mama haben oder sogar schon ein eigenes Pferd haben. Also wir legen großen Wert auf die allgemeine Ausbildung der Kinder, das heißt, man kann hier Reitabzeichen machen, den Pferdeführerschein machen, einen Basispass machen. Wir bringen den Kindern das Reiten bei von Grund auf. Der Unterschied ist eben, dass die Kinder ein eigenes Pferd mitbringen. Wir wollen Kinder auffangen, die vielleicht auch zu Hause, privat, in einer Privathaltergemeinschaft ihr Pferd stehen haben. Die haben die Möglichkeit, zu uns viermal im Jahr zu Reitkursen zu kommen und an speziellen Kinder- und Jugendreitkursen teilzunehmen. Sie können auch wöchentlich in die Wochenstunden kommen, ob sie jetzt ihr Pferd hier stehen haben oder außerhalb stehen haben, das spielt keine Rolle. Wir wollen einfach eine Gemeinschaft bilden für Kinder, die einfach mit einem eigenen Pferd schon starten oder vielleicht sogar starten müssen, sprich kein spezielles Kinderpferd haben, sondern so wie Anike jetzt zum Beispiel, die reitet das Pferd ihrer Mutter. Das war, wie sie noch etwas jünger war, etwas schwieriger, weil das Pferd hat doch deutlich Temperament und viel Gang. Mhm. Ich hatte ihre große Schwester schon bei uns im Reitunterricht, die auch schon erfolgreich Turniere geritten ist, die große Schwester. Und jetzt ist eben Anike eingestiegen auf den Haufeti. Mhm. Auch ihre Mutter nimmt regelmäßig bei uns Unterricht. Und das ist so eine typische Talentschmiedefamilie. Die haben ein Pferd und teilen sich eben gemeinsam dieses Pferd. Und wir versuchen, Anike sowie ihre ganze Familie zu unterstützen, dass sie reiten lernen, sage ich jetzt mal. Anike, das klingt alles spannend. Erzähl mal kurz, wer du bist. Wie alt bist du? Ich bin Anike und bin 12 Jahre alt. 12 Jahre alt. Und wie lange reitest du jetzt schon? Wann hast du angefangen? Anfang dieses Jahres. Anfang dieses Jahres hast du angefangen mit Reiten erst. Und jetzt bist du schon in der Talentschmiede. Also das ist natürlich schon mal ein guter Aufstieg. Was macht dir denn besonders Spaß mit deinem Pferd? Leichttraben. Leichttraben? Ja. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Jeder würde heute sagen, Mensch, ich habe das Islandpferd und da möchte ich mit schnellem Tölt durch die Gegend. Aber Leichttraben gefällt dir momentan am besten. Ja. Das ist toll. Was ist denn so dein Ziel? Was hättest du denn gerne, was du mal später machen möchtest mit deinem Pferd? Gibt es da irgendeinen Traum, wo du sagst, das will ich unbedingt? Eigentlich einfach nur Spaß haben. Einfach nur Spaß haben? Macht Ausreiten genauso viel Spaß wie auf der Ovalbahn oder ein guter Unterricht? Ja. Ja, sehr gut. Erzähl mir ein bisschen noch was von deinem Pferd. Wie alt ist der? 13. 13? Und was ist das für einen? Ein Viergänger oder ein Fünfgänger? Viergänger. Wir haben noch nicht geprobt des Interviews. Heute ist das erste Mal. Ja. Und wenn du jetzt so Unterricht hast, auf was legst du denn auch Wert? Also sagst du dann auch der Christina, was du gerne möchtest? Oder gibt sie dir dann Vorschläge und sagt, heute probieren wir mal das und das? Ganz unterschiedlich. Ja. Ja. Jetzt dürfen wir dir ein bisschen zuschauen bei deiner Talentschmiede, beim Talentschmiedeunterricht. Ist das in Ordnung für dich? Ja. Sehr gut. Dann wird gesattelt. Also, dann satteln wir mal die Hühner. Die Marilou, die begleiten wir schon ganz lange von der Kinderklasse bis jetzt demnächst zur Juniorenklasse. Ihr Pferd ist die Elia, ist jetzt 7 Jahre alt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Die Marilou ist 18. So dass die Marilou, wie gesagt, schon auch Kinderklasse erfolgreich und Jugendklasse erfolgreich geritten ist. Und ja, jetzt natürlich das nächste Ziel ist, Seniorenklasse zu reiten und da im Speziellen auch schwere Prüfung. Die Marilou hat mit 7 Jahren angefangen, hier zu reiten bei der Christina und hat Reitstunden genommen eben. Und dann haben wir ein halbes Jahr später unser erstes Pferd gekauft, durch die Christina vermittelt und vom Björn gezogen sogar, der gute Kettel. Das war eigentlich mein Herzenswunsch, mal ein eigenes Pferd zu haben. Und das war aber eben den Kettel, der war so ganz lieb, den konnten eben auch die Kinder reiten und haben das gemacht. Und dann hat die Christina mit der Talentschmiede begonnen und da waren wir natürlich dann sofort Feuer und Flamme und dabei. Kannst du Marilou langsam die Zügel etwas mehr aufnehmen, kannst du noch ein bisschen mehr Kontakt aufbauen, kann auch schon über den Zügel so mit halben Paraden und leichte Treiben dem Schenkel das Pferd dazu
auffordern, dass sie sich so ein bisschen höher trägt, ja, dass es nicht zu viel oder zu lange Zeit so mit zu tiefer Haltung geht. Genau, und einfach so auch merkt, dass man so langsam anfängt, so ein bisschen mehr mit ihm auch zu arbeiten. Also so dieses, dass es auch ein bisschen konzentrierter jetzt werden muss im Schritt, nicht einfach nur, sag ich mal, so entspannt im Schritt dahergeht. Genau, so ist aber schon ganz gut. Na, die kennt ja auch ihr Pferd etwas, die Marilou. In der Talentschmiede sind schon die meisten Kinder auch turnierambitioniert, aber es gab auch so Phasen, wo es dann vielleicht mal nicht so geklappt hat und wo die Kinder dann nicht ganz so motiviert waren. Und da ist dann jetzt auch nicht, dass irgendwie Stress aufkommt oder so. Christina fragt auch, wenn die Kurse sind, fragt sie immer mal zwischendurch, was möchtet ihr machen? Und dann kann man auch sagen, ich möchte jetzt gerne mal Handpferdereiten machen oder es findet mal irgendwie einen Kurs dann im Gelände statt oder eben teilweise auch die Gruppen ganz unterschiedlich. Die einen sind auf der Wahrbahn und üben fürs Turnier und die anderen wollen eben gerade mal einen Wanderritt machen. Wenn sie sich locker lässt, dann lässt sie sich auch wieder fallen. Jawohl, so ist schön. Jawohl, gut. Genau. Und dann ist sie auch besser im Maul. Wenn du, genau. Gerade eben wolltest du die Runde davor, wolltest du sie ein bisschen zu viel zwingen. Ne? Und dann wird sie einfach eher fest. Ja, jetzt ist es wieder schön. Jawohl, gut. Bei uns in der Talentschmiede legen wir eben auch großen Wert darauf, dass die Pferde, dass die Kinder an der Basis ausgebildet werden. Also die lernen bei uns das Satteln, das richtige Trensen, das Putzen, das Pferdefüttern, Versorgen vor dem Reiten, Versorgen nach dem Reiten, Hufe auskratzen. Das lernen die alles bei uns, wobei wir natürlich auch dadurch, dass die Kinder eigene Pferde mitbringen oder eben die Eltern mit dabei sind, denen die Pferde gehören, wir natürlich auch viel Unterstützung von Eltern oder größeren Geschwistern bekommen. Also Annika hat auch viel von ihrer großen Schwester gelernt, wie man sein Pferd sattelt und trenzt. Aber da stehen wir natürlich auch zur Verfügung jederzeit. Bei uns wird der Reitunterricht erst ganz klassisch dreigängig unterrichtet, bis die Kinder in ihrer Balance sitzen, bis sie einen gleichmäßigen Sitz haben. Bis sie leicht traben können, freihändig, mit Hände, ohne Steigbügel reiten können und so weiter. Und dann kommt bei uns erst das Töltreiten mit dazu. Außer sie haben natürlich ein Pferd mit ganz viel Naturtölt, was einfach vielleicht nicht traben kann. Dann lernen sie natürlich das Tölten zuerst. Gut, dann kannst du noch die Trense holen, dann trensen wir ihn noch gemeinsam. Ne? So, weißt du denn, was wir zuerst machen müssen? Was machst du denn als allererstes, Annike, jetzt beim Trensen? Damit das Pferd nicht wegläuft. Du kannst auch erst den Zügel über den Hals hängen. Genau. Und dann, was machen wir mit dem Halfter? Und hier. Genau, das hängen wir auch über dem Hals. Weißt du auch noch warum? Damit er nicht wegläuft. Damit er nicht weglaufen kann, ganz genau. Na, dass er beim Trensen nicht einfach weglaufen kann. Annike ist auch nicht so groß gewachsen, da helfe ich dir mal kurz. Genau. So rum, genau. Genau, den Daumen, genau, den Daumen ans Maul, genau. So, da helfe ich dir auch kurz. So. Genau. Bitte schön. So, jetzt müssen wir noch den Nasenriemen, den anderen, den zweiten zumachen. So, dadurch. So, dass es ihm nicht wehtut. Genau, so, dass man gut zwei Finger da durchstecken kann. Ne? Gut. Okay, dann musst du noch deinen Helm holen erst, Annike, bitte. Also die meisten Kinder tragen eine Sicherheitsweste, wobei das Helm ist natürlich Pflicht, ist ganz klar. Und Sicherheitsweste sind aber eigentlich alle von selber darauf gekommen, dass die meisten Kinder mit Sicherheitsweste reiten, wobei wir darauf achten, dass es eigentlich so eine Sicherheitsweste ist, also ein Rückenprotektor, so wie Annike den anhat. Dass nicht diese viereckigen Kastenwesten, weil sonst können sich die Kinder überhaupt nicht mehr bewegen, sondern dass es eben so ein Rückenprotektor ist. Genau, dass sie sich im Brustkorbbereich noch frei bewegen kann. Okay? Ja. Gut, dann, was machen wir als nächstes? Zuerst Zügel über den Kopf, jawohl. Und dann das Halfter über den Kopf. Genau. Gut. Und dann können wir starten. Sehr
Sehr gut. Immer wieder Blick geradeaus, immer wieder dein Kinn anheben. Gut. Prima. Sehr gut. Und die Arme wieder hängen lassen und locker sitzen. Und wir traben noch mal leicht auf dieser Seite. Achtung. Achtung, wir traben an. Wieder deinen Rhythmus finden, Gleichmaß finden, im Rhythmus leicht traben. Das Besondere ist, also gerade hier am Hof, dass die Christina sich so super kümmert, dass sie genau im Blick hat, wer gerade was kann und möchte. Und vor allen Dingen auch, dass sie die Kinder so zusammengebracht hat hier am Hof und so eine Gemeinschaft geschaffen hat. Und ich kann mich sehr gut an das erste Turnier erinnern, was dann zusammen hier mit den Hofkindern gestartet ist. Da hat sie alle eingeschworen und hat eben auch so eine Gemeinschaft geschaffen. Hat gesagt, okay, derjenige, der reitet, der muss gar nichts machen, der zieht sich nur an und die anderen putzen das Pferd und kümmern sich. Und alle sitzen auch dabei und fiebern immer mit. Und das finde ich ganz toll, so diese Gemeinschaft und auch, dass man sich gegenseitig Erfolge gönnt und die anderen unterstützt. Wir lernen so voneinander, egal welches Alter, jung und alt. Die Älteren lernen von den Jüngeren, die Jüngeren lernen von den Älteren. In der Talentschmiede war es immer super schön, mit in der Gruppe zusammen zu lernen und viele andere Jugendliche zu haben, mit denen man das Gleiche trainieren kann. Das hat mir immer viel Spaß gemacht und ich glaube, das hat einen auch weitergebracht. Ja, ich finde, man hat sich einfach gegenseitig inspiriert. Verschiedene Pferde, verschiedene Menschen, verschiedene Problematiken auch mit dem Pferd. Und davon lernt man ja auch einfach miteinander und voneinander. Ich bin furchtbar dankbar für diese Zeit. Wie gesagt, ich war weg zeitweise zum Studium. Der Haukon oder mein Pferd war hier immer in super Betreuung. Ich bin mit dem Pferd gewachsen. Christine hat ja damals auch das Pferd für uns vermittelt. Bin da sehr, sehr froh, weil es genau der richtige Treffer war und ich noch heute viel Spaß dran habe. Also danke. Ja. Okay. Gut. Kannst du loben, kannst absitzen. Vielen Dank. Ja, danke auch. Hast du sehr, sehr gut gemacht und dann sehen wir uns sozusagen nächste Woche wieder. Ja.